Schön, dass ihr da seid und wieder da seid und wieder zum Staubritter da seid. Ach ja. Es will und will nicht klappen. Ich komme nicht durch. Aber vielleicht ist es ja jetzt soweit. Leute, wir sind jetzt hier in der Aufnahme. Ich kann mir jetzt gar nichts mehr angucken. Wir hatten gerade eine kurze Pause, in der wir ein bisschen Musik gehört haben. Ah, doch, es hat noch gezählt. Wow. Komm, hau mich so, dass ich dir ein bisschen Schaden machen kann. Egal was, irgendwas, dass ich dir Schaden machen kann. Wäre jetzt cool langsam. Ja, aber so einen zum Beispiel, genau. Oder so ein. Auch gut. Na, zu wenig Ausdauer. Wunderbar. Es ist so schade, dass der keinen Blutungsschaden bekommt. Aber vielleicht liegt das auch an dieser Frederike, die da noch draußen an der Wand hängt, dass er nicht blutet. Oh, gut. Ich müsste mich einmal kurz ein bisschen heilen. Oder ich will, sagen wir so. Ich hätte nicht gemusst, da hätte ich eigentlich ausweichen können. Na, da ist er, da ist der Magnetismus wieder am Start gewesen, weswegen ich nicht so an ihm vorbeigekommen bin, wie ich das gerne gehabt hätte. Ah, Mist, ich glaube, ich drücke hier zu früh manchmal saufen. Come on. Scheiße. Ach, die Phase 2. Ob ich nochmal 4 Stunden brauche, bis ich Phase 2 durch habe? Ach so, ihr habt. Ihr habt, wie heißt der? Rick Astley. Astley heißt er, glaube ich, ne? Schau dir mal das an. Und er postet: Never gonna give you up. Gut, das brauche ich mir nicht anhören in dem Fall. Ach, geil. Da hätte ich eigentlich schön reinrollen können.
und Damage machen. Ah. Die Rolle kommt sogar noch hinten raus. Warum man die noch gemacht hat, habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Oh, okay, nope. Oh, fuck. Ha, das Schadensknie, habt ihr es gesehen? Diesmal war es das andere. Auch das erste Mal passiert. Mann. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Es ist ja nicht mal knapp. Wenn es knapp wäre, würde ich sagen, okay, ich schaue, dass ich irgendwie mir noch alle Seelen reinknall und noch zwei, drei Level irgendwie mache. Auf Beweglichkeit oder Geschicklichkeit heißt es, glaube ich, hier. Dass ich, das bisschen Schaden, was da noch fehlen würde, im theoretischen Gedanken. Oh oh. Ja, das war jetzt ein bisschen schlecht von mir, aber geht. Ah, was mache ich denn? Warum rolle ich nicht einfach? Ich kann so oft drauf prügeln, wie ich will. Wenn ich da an der Stelle mir zu viel rausnehme, dann macht er mich einfach. Okay. Fuck! Oh, da habe ich glaube zu spät gesoffen. Gnädig.
Shit. No. Fuck. Nein, ich wollte weiter weg von ihm. Oh. Oh oh. Guten Heimweg, Daniel, ja. Daniel. Ja, immer schwierig, ob die Leute da solche Spitznamen mögen oder nicht. Der Knieschaden ist am Start. Ohne den Staubritter. Ach, ich hoffe es auch. Bis dann. Schönen Feierabend. Ich hoffe es sehr, dass es jetzt, dass es bald vorbei ist. Au. Ach, was, warum hau ich denn zu? Unnötig.
Ach. Schnauze, ey. Oh oh. Uff. Okay, ist nochmal gut gegangen. War aber jetzt schon sehr kritisch. Mist. Scheiße. Ach, Mann. Vor allem bin ich mir bei dem Spiel nicht mal mehr sicher, ob ich durch sein Schwert ausweichen kann. Ich glaube nicht. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich während der Rolle in seinem Schlag drin bin, habe ich null Iframes und deswegen mache ich es nicht. Wahrscheinlich könnte ich hier einfach in sein Schwert reinspringen im richtigen Moment und würde keinen Schaden kriegen. Aber ich kann das in dem Spiel überhaupt nicht einschätzen, wo da die Iframes meiner Rolle sind und wo nicht. Und deswegen mache ich es einfach gar nicht mehr. Was echt schade ist, weil ich glaube, dass ich eigentlich das gut gelevelt habe. Aber ja. So ist es. Ah ja, da haben wir wieder Styroporschwert. Styroporschwert am Start. Ah ja, und das Schadensknie. Der Ritter des Knie ist auch wieder dabei. Na, was? Warum? Warum? Was war mein Plan an der Stelle? Okay, wow. Lol. Aua. Scheiße, ey. Blöde Kugeln, ich sehe nicht, ich kann nicht erkennen, wie weit sie noch weg ist. Ich sehe es nicht. Ich habe...
ob ich jetzt nach rechts einen Schritt gehen muss oder nicht. Ich sehe es nicht, wie weit die Kugel noch weg ist. Es ist nicht zu erkennen. Auch nicht an der Größe der Kugel oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Oh. Oh, jetzt dachte ich, er macht nur einen zweiten. Scheiße. Nein. Lass mal bitte. Nein, 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 nein. Ups. Nach rechts ausweichen kann ich da an der Stelle. Ah, Kacke. Ich glaube, ich habe zu spät gesoffen. Oh, knapp.
Warum weiche ich da nicht nach rechts aus einfach? Dann kann ich ihn sogar noch treffen. Gier. Aber hat mich nicht zu viel gekostet. Ich sehe es nicht, jawohl, aber war gut. War in Ordnung. Fuck off. Fuck off. Ich bin aber auch schon fast so weit. Nur noch zwei Schläge, die ich nicht ausgewichen bekomme. Dass ich eine andere Waffe nehmen kann. Nur noch diese einen zwei Schläge. Alles andere kriege ich ausgewichen. Wenn er die macht, da habe ich Probleme. Ach, scheiße. Ja, und da war... habe ich keinen Blick für meine Ausdauer gehabt in dem Moment. Ja, die Rückhand, die kommt echt selten, aber wenn sie kommt, dann kommt sie meistens sehr, sehr ungeschickt. Ab und zu macht er sie auch und dann denke ich, warum hat er das jetzt gemacht? Aber normalerweise macht er sie immer dann, wenn man ein zweites Mal zuschlägt oder wenn man einen Heiltrank nimmt oder bei solchen Situationen. Dann fühlt man sich sicher, weil er es schon eine Weile nicht mehr gemacht hat und dann kommt sie halt doch, die Rückhand. Warum weiche ich hier nicht nach rechts aus? Weil ich es mir nicht angeeignet habe. Ah ja, Schienbeinschaden. Es ist eher das Schienbein als das Knie, aber wir sind mal nicht so. Wir nennen es weiter Knieschaden, weil er einfach der Ritter des Knie ist. Ah, Styroporschwert Rückhand. Shit. Haben wir auch schon öfter nicht mehr gesehen, weil ich nicht mehr so gierig war. Den habe ich jetzt kassiert, damit ich auf jeden Fall ausweichen kann.
Tatsächlich hat mal die Reichweite des Rückhandschlages nicht gereicht, um mich da an der Stelle zu treffen. Witzig. Ich hatte genug Zeit, um eigentlich auszuweichen, aber so ist schon auch okay. Oh, da wusste er, glaube ich, gerade selber nicht so ganz, was er machen soll. Okay. Es kommt kein Brutzler. Ach, fuck. Ich muss in sein Schwert springen. Ich muss in den Schlag springen, weil er magnetisch ist. Weil er magnetisch ist. Da reicht es halt nicht aus, dass man fast hinter ihm steht. Er dreht sich dann das bisschen mit in deine Richtung. Der Magnetismus zieht ihn dann zu mir her. Das kleine Stückchen, das ihm fehlt, um mich zu treffen. Ich muss in seine Schwerter reinspringen, wenn er in der zweiten Phase ist. Mache ich ja sonst eigentlich auch meistens. Immer in die Schläge reinhüpfen. Ja. Ich wollte es probieren mit Ausweichen. Ging nicht. In den Bobbes gestupft habe ich ihn. Komm. Na, jetzt fange ich dann an, Quatsch zu machen. Jetzt ist dann, glaube ich, drüber langsam. Kommen Sie bitte zu mir. Ich weiß, Heilung würde Ihnen gut tun, guter Herr, aber das machen wir mal lieber nicht. Ich habe schon auch eine recht hohe Reichweite tatsächlich mit diesem Katana. De Bobbes. Ah, ich Depp. Okay. Ah, okay. Das sah gerade für mich irgendwie so aus, als würde er anfangen, in seine Animation reinzugehen.
dämlichen Dinger. Scheiße, oh Gott. Schon wieder. No. Der Magnetismus hat wieder zugeschlagen. Habt ihr das gesehen? Wie er hinter mir war und dann plötzlich so bup, 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 ist er noch zweimal in meine Richtung so ganz leicht hinterhergezubbelt. Da hat der Magnetismus zugeschlagen. Leider, leider. So leicht reingezubbelt wurde ich da. Nee, andersrum. Das Schwert ist leicht noch in meine Richtung gezubbelt. Ach ja. Aber ich habe zwei Magiebollen überlebt. Immerhin. Okay, habe ich jetzt gerade nicht ganz verstanden, was da los war. Ah, ich habe ja gar nicht mehr so viel Leben. Lohnt sich gar nicht zu heilen eigentlich. Hätte ich mir den lieber für jetzt aufgehoben. Nicht, komm hierher. Sacknase. Den Move müsstest du eigentlich vorher machen, damit du nicht hinter mir herlegst und mich noch triffst. Er rennt los, hört dann auf, aber macht's dann doch. Und damit er mich trifft, muss er 90 Grad Zubler machen. Ach so, ja, genau. Gönnen wir uns mal noch eine Menschlichkeit. Absolut richtig. Ich habe so viele. Wollte ich eh. Danke für den Hinweis. Auch wenn es den Kohl jetzt mittlerweile ja nicht mehr so besonders fett macht, ne? Also das mit nur halbem Leben wäre eine wilde Nummer geworden, ey. Aber wäre irgendwie geil. Wenn ich diesen Ring die ganze Zeit mit mir mitgeschleppt hätte, ohne den zu benutzen. Auch eine Story, die man sich erzählen kann, ey. Leider wurde es weggebackseat-gamed, diese Story. Panofan, ja. War ein bisschen knapp mit der Ausdauer.
Oh oh. Oh fuck. In die falsche Richtung. In die falsche Richtung gerollt. Na, oh, Scheiße, ich habe zu früh gesoffen. Doch, es geht. Weil er den Magiezubbler macht, der mich fast killt. Oh oh, das war nix. Ach, dass er nach seinem Laser so schnell zuschlagen kann, hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Ich dachte, nach dem Laser habe ich vielleicht ein bisschen... Ich hatte gehofft, ich habe nach dem Laser einen Moment. Aber nee, der reicht nicht. Der Laser reicht leider nicht. Vielleicht... Ich könnte probieren, ob ich... Habe ich irgendwas richtig Dickes zum Heilen, was über Zeit heilt? Nee, ne? Das habe ich schon verbraucht. Aus Versehen. Das war so, keine Ahnung. Das ist, habe ich genommen gehabt, dann war es aus dem Inventar weg und keine Ahnung. Estus wird nicht verbraucht, aber dieser eine seltsame Pilz, der wurde verbraucht. Leider, leider. Nope. Zwischendurch mal so eine Bombe werfen oder so. Aber nee, dann kommt er ja auch jedes Mal angerannt, ne? Das ist ja das Problem mit der Nummer. Wenn die Controller-Eingaben gelesen werden. Also entweder ist es das oder halt die Charakteranimation. Aber ich glaube eher, es wird... die Controller-Eingabe gelesen. Ich weiß nicht, ob das einfacher ist. Autsch. Schlecht für meine Ausdauer, aber so schlimm war es nicht. Autsch. Oh no, noch nicht. Ich dachte, vielleicht kommt ja schon jetzt, kommt Phase 2.
Ach, scheiße. Reicht nicht zum Aufstehen. Es hat gereicht zum Aufstehen, aber nicht zum Saufen. Knappes Pferd. Ich hab's schon wieder probiert. Scheiße. Nein. Mann, ey. Das... Ja, das war jetzt schon richtig gut. Aber ich krieg so viel Schaden von ihm. Und ich glaube, zweihändig mache ich nicht viel mehr Schaden. Dann könnte ich lieber für enge Momente doch das Schild oben halten. Wenn es so, weil dann kriege ich nicht, dann kriege ich nicht drei Viertel vom Leben abgezogen, sondern ich glaube nur ein Drittel oder so. Weil das Schild hat schon ein bisschen was abgehalten von diesen Attacken. Nicht alles, aber doch schon ein signifikantes Stück. Ah, dem wollte ich eigentlich anfangen auszuweichen, ne? Bobbes. Das kleine bisschen Gier nach Schaden. Das gibt's nicht. Dass ich da so lange dranhänge an dem. Ja, und jetzt kommt dann die Unaufmerksamkeit und jetzt ist dann auch schon wieder so ein gewisser Punkt erreicht, dass ich einfach keine Lust habe. Dass es mir jetzt langsam echt einfach zu blöd wird. Das tut jetzt weh. Yep. Flüchtigkeitsfehler. Durch zu langes Probieren. Ah, scheiße. Dass der mich da treffen kann, ne? Ich glaube, das ist wieder nur, das ist auch Staub, den er aufwirbelt, der mich da trifft. Das ist, glaube ich, auch Staub. Drei Stunden. Immer in den gleichen Gegner rein. Immer in den gleichen Gegner rein. Scheiße. Das guckt doch niemand mehr an, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Sepp, es wundert mich, dass du noch da bist und dir das geben kannst. Aber ja, gehört ja irgendwie dazu, ne? Zu Dark Souls in dem Fall einfach.
Mist. Nee, ich hatte beim Verfolger ja nachgefragt und da waren die Stimmen dann schon eher so, dass sie gesagt haben, nee, nicht cutten, am Stück lassen. Ach ja, komm, ey. Oh Mann, ich habe schon 2 Flakons verbraucht hier gerade. Ah, der war zu spät gesoffen, jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich gestorben. Ausgegangen sind sie mir noch nie, ja, das stimmt. Ja, der macht auch in der zweiten Phase einfach so unfassbar viel Schaden. Er ist ein bisschen einfacher, aber man darf sich halt nicht gar nicht mehr treffen lassen. Also zumindest weiß ich, wie ich die Styropor-Rückhand triggern kann, ne? Damit er sie macht. Wenn ich sie mal wieder sehen will und vergessen habe, wie toll diese Attacke ist. Achso, Schild behalten, haben wir gesagt. Uff. Weil es gar keinen so großen Unterschied macht. Scheiße. Jetzt bin ich eh tot, wenn er mich trifft. Ob mit oder ohne Schild. Dass man diese Scheißkugeln auch nicht erkennen kann. Es reicht ja nicht, dass die sich auf einen zubewegen, dass man zumindest sagen kann, okay, ich muss ein bisschen rechts oder links rollen. Nein, man sieht auch nicht, wie weit sie schon bei dir sind, wie viel Abstand sie zu dir haben. Man merkt nur, sie kommen näher, aber man weiß nicht, wie nah, weil es nicht erkennbar ist. Ich weiß nicht. Also. Und dann rollt man rein, weil ich dachte so, okay, die Lücke sieht so aus, als könnte ich die Lücke nehmen. Aber nee, die war noch so weit weg, dass es eben nicht gereicht hat. Der schwerste Boss in Dark Souls 2, da ist sich die Community ziemlich einig.
Okay, naja. Okay. Ah, saufen war jetzt nicht unbedingt nötig, aber egal. Paul, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ach, fuck off. Du sollst mich angreifen, Mann, und nicht mit deinem dämlichen Schwert da so dumm vor dich halten und so tun, als hätte ich dich jemals angegriffen, ohne dass du mich erst angegriffen hast. Das ist so defensiv hier brutal, Kollege. Und dann läuft er zurück und verhöhnt dich, indem er sein Schwert noch vor seinen Sack hält. Warum? Ich habe zu spät gesoffen. Aber es reicht noch. Komm jetzt hier rüber, Mensch. Komm hierher, Kollege. What the fuck? Das hat ihm gerade gar nicht gefallen. Das war nicht mal eine Attacke, die. Wie viele Seelen wären das denn? Ich gehe jetzt eine Runde leveln. Leute, ich versuch's. Ich baller jetzt alles auf Geschicklichkeit, so hart. Das ist ja, ich weiß nicht, wie es bei Dark Souls 2 ist. Ich glaube, das stackt unendlich, oder? Also, wenn ich jetzt hier meine Waffe anschaue, die hat ja da unten links A Geschicklichkeit, ein A-Wert. Das heißt für mich. Moment, das kann ich doch auch irgendwie da und dann. Ah ja, guck mal hier. Attributbonus, Geschicklichkeit, Einfluss der Geschicklichkeit auf körperlichen Angriff. Ja. So, das heißt für mich, wenn ich mir jetzt einfach gnadenlos angefangen mit den größten Seelen, Riesenfürstseele benutzen, ja. Benutzen, ja. Ja. Thronwächter, jawohl, nehmen wir auch. Alle. Ich nehme jetzt alle. Die normalen nicht dafür ist, Alter, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich schluck gerade alle Seelen. Ich habe unten angefangen und habe dann nach oben gewechselt. Die zwei Riesenseelen. Ich weiß nicht, ich glaube, die habe ich.
Habe ich die schon genommen? Weiß ich nicht. Ich glaube, die Riesenseelen habe ich nicht genommen. Die kommen, glaube ich, ganz unten. Die sind nicht bei den normalen Seelen dabei, ne? So viel geben die gar nicht. Ich dachte jetzt hier, diese Eisenfürstseele, die gibt mir unendlich viel oder so. Keine Ahnung, echt richtig viel, aber... Hier, die da sind das, ne? Doch, die könnte ich benutzen. Nicht. Sonst kann ich das Spiel nicht abschließen, oder wie? Kann man sich tatsächlich softlocken in Dark Souls 2? Kann man sich in Dark Souls 2 softlocken? Ernsthaft? Zum Teil ist nicht dein fucking Ernst. Also. Bearer of the curse. I will always be at your side. Until hope has fully withered. Hey, die sagt was anderes, oder? Ich glaube, sie hat was anderes gesagt. Bisschen mehr Leben auch noch. Wenn ich jetzt hier voll reinballern würde, würde ich irgendwie auf Balance über 5,4 kommen? Nö. Okay. Dann ist das tatsächlich der maximale Balancewert. Ah ne, hier geht noch mehr. 6. 6 ist das Maximum. Okay, also bisschen mehr Leben. Nee, komm. So. Gucken wir mal, wie viel das gebracht hat. Ob ich es mir dadurch jetzt leichter gemacht habe. Schauen wir mal. Kann sich in Dark Souls 2 teilweise softlocken. Es hat einen Scheiß gebracht. Es hat einen Scheiß gebracht. Oh Gott. Es hat einen Scheiß gebracht. Oh Gott. Oh Gott! Oh Gott! Es hat überhaupt rein gar nichts gebracht! Danke fürs Einschalten. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.